Welche Coins habe ich mir alle in letzter Zeit gegönnt und wie viel habe ich damit verdient? Warum glaube ich, dass Kryptowährungen die Zukunft sind? Ist Bitcoin eine Blase? Das alles in diesem Video. Ich bin der Meinung, dass Kryptowährungen irgendwann die normalen Währungen ablösen werden. Warum? Meistens setzt sich auf die lange Sicht die bessere Technologie durch und Kryptowährungen sind den klassischen Fiat-Währungen in fast allen Hinsichten überlegen. Man braucht dazu keine Bank, die Transaktion geht schneller, man kann anonym Geld senden. Bei allen Top-Kryptowährungen gab es fast ausschließlich nur rapide Wertsteigerungen, während sich zum Beispiel der Wert des Dollars halbiert hat. Zurzeit hat weniger als 1% der Population Kryptowährungen und ich erwarte, dass das innerhalb der nächsten Jahre auf 10% ansteigen wird, was wiederum dafür sorgen wird, dass weitere Währungen ein exponentielles Wachstum erleben können, wie Bitcoin damals. Exponentielles Wachstum ist direkt auch ein Schlüsselwort, was mich dazu gebracht hat, wieder ins Game einzusteigen. Nehmen wir an, ich investiere in 5 unterschiedliche Währungen. Selbst wenn 4 von den 5 Währungen an Wert verlieren, werde ich trotzdem ordentlich Gewinn machen, wenn nur eine dieser Währungen ein exponentielles Wachstum erlebt. Bevor ich euch erzähle, was für Währungen ich zu welchem Kurs gekauft habe, noch eine kleine Safer-Use-Aufklärung. Investiert kein Geld, was ihr nicht bereit seid zu verlieren, denn einen schnellen Wertverlust kann man nicht ausschließen. Steigt nur in das Ganze ein, wenn ihr einen kühlen Kopf bewahren könnt und in der Lage seid, alles rational zu analysieren. Ein Kumpel hat sich zum Beispiel neulich wegen mir Ripple gekauft. Nach wenigen Stunden hatte sich seine Investition fast verdoppelt, worauf er dann direkt noch mehr kaufen wollte. Daraufhin meinte ich, lass es mal lieber. Nach so einem krassen Anstieg wird der Kurs bestimmt bald wieder droppen. Und zwar kein Asset. Er hörte nicht auf mich und kurz nach seinem Kauf fällt der Kurs. Ich dann zu ihm, ja, ist jetzt auch nicht allzu wild. Der Kurs wird sowieso irgendwann auf 2 Euro steigen. Einfach ein bisschen abwarten. Er war aber voll panisch und hat sofort die Coins verkauft, bei denen er im Minus war, obwohl die 2 Wochen später so oder so doppelt so viel wert waren. Also immer cool bleiben und nur in absoluten Ausnahmefällen eine Währung mit Verlust verkaufen. Glaube ich, dass es eine Blase ist? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht einzelne Währungen scheitern werden und nichts mehr wert sein werden. Aber ich denke schon, dass Kryptos wie Bitcoin immer einen signifikanten Wert haben werden. Wenn Bitcoin mal auf unter 9000 Euro fallen würde, gäbe es, denke ich, zu viele, die den billigen Preis sehen würden und neu investieren würden, was dazu führt, dass der Preis wieder steigt. Bei allen Währungen, auch beim Euro, ist es doch so, dass die Dinge keinen echten Wert haben. Die Dinge haben nur Wert, weil wir uns einbilden, dass sie irgendwas wert sind. Selbst wenn es eine Blase ist, wird meiner Einschätzung nach noch mindestens ein Jahr vergehen, bis sie platzt, weil einfach noch fast keiner im Game drin ist. Außerdem ist mir bei dem Ganzen aufgefallen, dass die Leute, die sich ganz sicher sind, dass es eine Blase ist, hauptsächlich Leute sind, die sich null mit dem Thema auskennen oder irgendwas damit zu tun haben. Oh, der Typ von Wolf of Wall Street hat gesagt, dass es eine Blase ist. Der ist ja so ein Experte auf diesem Gebiet. Warum steht im Titel dieses Videos was von Sucht? Vielleicht habe ich mich in letzter Zeit zu viel in das Thema reingesteigert. Ich checke mehrmals am Tag die Kurse sämtlicher Währungen, schaue auf YouTube fast nur noch Videos über Kryptos, jeden Tag entdecke ich eine coole neue Coin, die ich kaufen will. So, aber hier jetzt die Aufzählung mit Coins, die ich bereits gekauft habe. Am meisten Geld habe ich in Ripple investiert. Da habe ich ungefähr 2000 Euro investiert. Die ersten 300 Euro davon, als der Kurs noch bei 60 Cent lag, jetzt ist der Kurs bei 2,40 Euro. Allein mit Ripple bin ich schon mehr als 3000 Euro im Plus, obwohl ich erst Ende Dezember investiert habe. Macht übrigens nicht den gleichen Fehler wie ich und holt euch euer Ripple bei eToro. eToro ist zwar leicht zu bedienen, aber holt es euch lieber bei einer richtigen Krypto-Seite. Am zweitmeisten Geld habe ich in Ethereum gesteckt. Den ersten habe ich mir gekauft, als der Kurs bei 400 Euro war. Jetzt ist er bei 1000 und ich besitze gerade an die 2 Stück. Dann habe ich immer noch circa ein paar hundert Euro in folgende Währungen gesteckt. Stellar, Litecoin, Tron, EOS, Digibyte, 0x, REQ, Electronium, Burst, IOTA. Fast alle Währungen haben sich seit dem Kauf verdoppelt.
IOTA wäre jetzt ein Beispiel, wo die Währung leider gesunken ist, seitdem ich sie gekauft habe. Insgesamt habe ich an die 5000 Euro investiert und die Investition ist jetzt bereits über 10.000 Euro wert. Also für mich hat es sich bis jetzt gelohnt, in das Game einzusteigen. Wenn meine Analyse richtig ist und Kryptos noch mehr gehypt werden als davor, würde es sich auch noch lohnen, jetzt noch einzusteigen. Aber prinzipiell habe ich keine Ahnung, wovon ich rede. Ich hatte eventuell nur Glück und bin gerade wie einer, der einmal was im Casino gewonnen hat und euch davon erzählt, wie Glücksspielen im Casino eine gute Berufswahl ist, weil man damit ja Geld verdienen könne. Informiert euch auch von anderen Quellen, wie immer, und entscheidet dann, ob das was für euch ist. Affiliate Links zu unterschiedlichen Trading-Seiten in der Fußnote. Eine extrem geile Sache, die ich im Rahmen meiner Coinsucht gefunden habe, war die Social-Media-Plattform Steemit. Da bekommst du tatsächlich Geld, wenn jemand einen Post von dir liked. Das heißt, wenn du da mit allen deinen Freunden von Facebook dahin wechselst und ihr alle gegenseitig eure Beiträge liked, bekommt ihr dafür schon direkt ein paar Euro. Wenn ihr auf der Plattform nicht krass durchstartet, wird da zwar nicht nennenswert viel Geld dabei rauskommen, aber es sind immerhin ein paar Euro, während ihr bei Facebook für sowas nichts bekommt. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir auf Steemit folgt. Werde da, denke ich, in Zukunft Bonus-Content veröffentlichen. Gebt Bescheid, ob ihr Interesse habt an einem weiteren Krypto-Video. Vielleicht in einem Monat ein Video, in dem ich euch update, welche Coins ich gerade so habe. Vielleicht mache ich auch nochmal ein detailliertes Video zu Steemit, weil die Seite hat noch so viele nice Aspekte, die ich noch nicht genannt habe. Schaut die anderen beiden Videos zum Thema Krypto, abonniert diesen Kabal. Peace!